Recht herzlich willkommen zur 140. Folge von Aborion. Ja, wir sind gerade durch das Tor gesprungen und ja auf dem Weg weiter. Ich habe gelesen, dass das Tutorial überarbeitet worden ist und ist eine neue Version wieder da gewesen. Indem sie auf diese Symbol klickt, halt umschaltet werden, du gibst und diese anderen zu ketten. Ja, das kennen wir ja schon. Es ist vor allem, dass der Adventurer, der am Anfang des Spiels da ist, jetzt mehrere Missionen hat, damit man mehr erleben kann, sozusagen. Also mehr weiß, wie es geht mit dem Air-Laser und so weiter. Air-Miner zum Beispiel und so weiter. So, jetzt schauen wir mal Südosttor. Nee, ich wollte jetzt eher ins Richtung Nordtor vorstoßen. Das ist da. Fliegen wir da mal hin. Wir müssen mal gucken, dass wir an andere Rohstoffe kommen. Okay. Da ist eine Station. Handelsposten. Da dockt gerade einer an. Ja, da geht die Reise jetzt durchs Tor. Und schauen wir zu, dass wir weiter nördlich kommen. Ab ins Tor. So, neue Mission, Flottenkommando, okay. Das ist jetzt wohl auch neu dann. Da oben ist was Rotes, das heißt... Das ist ein Pirat, okay. Was haben wir da? Ein Osttor. Da haben wir ein Nord-Nordwest-Tor. Lass mal gerade auf die Karte gucken. Nord-Nordwest ist gut, ne? Gehen wir da mal hin. Der Pirat da, der macht mir jetzt so einen Gedanken, dass der nur einer ist, ne? Ist jetzt aber nicht einer, der zur Story gehört, oder? Ebu der Abenteuer. Achso, das ist der mit der Geschichte, oder was? Nee. Der bleibt da stehen. Können wir mal anpucken. Ebu, grüßen. Der sagt aber nichts. Gut. Dann geht die Reise weiter zum Tor da. Da unten ist ein Schiff gedockt oder dockt gerade an. Hier sind Asteroiden, die wir aber nicht abbauen wollen. Okay. Dann da durchs Tor. Gucken wir mal weiter. Und da geht es nur in zwei Richtungen. West und Ost. Ressourcendepot. Da ist ein Tor, das ist das Osttor. Ich würde aber lieber das Westtor nutzen. Das ist das Tor, wo wir gerade kommen. Das haben wir ausgewählt. Und wo ist das nächste? Da. Ja, Schiff. Okay, dann gehen wir hier nochmal hin. Da sind unsere anderen Schiffe auch dabei. Die Ölplattform. Hier ist die Mission, die wir gekriegt haben. Ah, also das ist tatsächlich der Pirat von eben gewesen. Ja, der war da, ne?
Er wird jetzt aber nicht so das Entscheidende sein. Also das würde ich jetzt mal sagen, brauchen wir nicht. Wir fliegen jetzt mal weiter. Das hier ist das West-Südwest-Tor. Das wäre der Gedanke, dass wir da reinfliegen. Auf geht die Reise. Richtung Zentrum. Und da geht wieder der nächste Sprung. Okay. Das ist eine Waffenfabrik. Ja. Was hat die denn im Angebot? So, da können wir selber Geschütztürme. Aber wir dürfen keine Geschäfte mit uns machen. Okay. Was ist denn das? Ein Casino? Okay. Das. Alles im Schatten, ja? Da oben ist ein Lingens. Ausrüstungsdock. Das interessiert uns doch mehr, ne? Ausrüstung handeln. Ja, es gab letztens auch ein Lingens wieder, dass ich mal die einfachen Sachen vielleicht sammeln sollte und die zusammen dann in die Forschungsstation gebe, um dann eine bessere Waffe daraus zu kriegen. Würde Sinn machen, als wie solche Kleinigkeiten zu verkaufen. Jetzt könnt ihr mich fragen, wer es war, weiß ich gerade nicht. Sorry, dass ich da jetzt nicht dran gedacht habe. Verteidigungswaffensystem, was sind das? Verteidigungsanlagen plus 17, okay. Gegen Entern bereit, okay. Was haben wir denn sonst noch so? Dreifach Point Defense MG Geschützturm. Ein Laserjäger, okay, wir brauchen dafür andere Materialien, um Docks zu bauen. Hammerhead-Klasse Neutronentorpedos, okay, und da können wir verkaufen, was wir haben. Was wir jetzt dann doch nicht machen wollen. Okay, hier ist jetzt aber nicht so das, wo ich sagen würde, jo, das will ich haben. Es geht wieder nach Norden weiter. Da rechts ist ein Tor. Nord-Nordwest-Tor, nehmen wir das doch. So, wieder in unbekanntes Gebiet geht die Reise und wir müssten aber dann auch langsam in Bereiche kommen, wo wir was abbauen können, was wir gebrauchen könnten, ne? Lunar Gods 1. Da geht's hin. Gesprungen. Was ist das? Solarkraftwerk, okay. Jetzt gucken wir mal gerade hier in das Asteroidenfeld, ob es da schon andere Materialien gibt. Ich glaube noch nicht, ne? Das ist Naonit hier, oder? Ja. Da ist Eisen. Ne, ist noch nicht hier. Sagt uns natürlich, wo alles eingebaut ist hier oder wo was abzubauen ist. Lass uns mal Karte aufmachen. Ah, das ist hier auch eine Sackgasse. Aber ich würde dahin springen wollen, um weiter voranzukommen. Okay, Richtung passt ja schon. Und weg sind wir. Auf, in den nächsten Sektor. Und da gibt es ein Tor.
Hast du das? Lass uns gerade angucken. Ah, das war eine Sackgasse dann. Dann fliegen wir doch in das Tor rein. Ist denn hier was zu holen? Nee, ne? Nee, nur wir und das Tor. Mehr nicht. Nächste Sprung dauert auch fast eine Minute. Dann fliegen wir mal durch das Tor und gucken, wo wir da hinkommen. Beziehung zu denen ist neutral. Organisation von OASGEIS. AOSGEIS, so heißen sie nicht. Das, was ich zuerst genannt habe. Tor ist heile. 100% gehabt. So. Oh, da gibt's was Gelbes. Schlechte Beziehung. Wo geht denn die Reise hin zu den schlechten Beziehungen? Das ist das Nord-Nord-Ost-Tor, also dahin. Wir kommen von da, das ist natürlich dann schlecht. Aber wenn wir da schlechte Beziehungen haben, können wir die ja vielleicht mal verbessern, oder? Fliegen wir doch mal die Richtung. Dieser Planet sieht aber komisch aus, ne? Ist aber keine Dingens hat, sag schon. Keine Textur. Aber vielleicht soll das so sein, weiß ich nicht. So, mal gucken, wenn wir zu einem anderen Sektor kommen, ob das da auch so ist, ob die Textur einfach nicht geladen worden ist. Kann natürlich auch sein, ne? So. Könnte natürlich auch sein, dass wir da angegriffen werden, wenn da die Beziehungen schlecht sind. Aber dann wäre es ja eher rot, oder? Es geht nur eine Richtung weiter. Und das ist dann da, ne? Ist das Eisen da? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, Rohstoffe sind dann eher weniger, ne? Können wir mal da gucken hier. Ressourcendepot. Was hat er für eine Aufgabe? Computerkomponentenfabrik. Halbleiter brauchen die, okay. Wir könnten das auch akzeptieren, das heißt, so schlecht sind die Beziehungen dann doch noch nicht. Aber wir fliegen mal gerade hier erst weiter durch. Also rechts sehe ich in den Asteroiden nicht irgendein neues Material. Dann machen wir mal die Reise weiter. Das Tor sieht ganz nett aus. Gibt es hier einen Planeten? Auch da, der hat Textur, alles gut. Das war ja noch so gerade mein Gedanke vom letzten Sektor, ne? Dann war das wohl so gewünscht, dass der so aussah. Oder in dem Sektor wurde die Textur nicht geladen. Aber der sieht auch anders aus. Passt schon. West, Nordwest. West, Nordwest ist eigentlich okay, ne? Fliegen wir dahin. Auf geht die Reise. Wie sieht's denn hier mit Asteroiden aus? Gibt's auch keine, okay. Aufgeräumter Sektor hier. Na, kommen wir auf jeden Fall näher und springen dann da durch. Mir kommt es vor, als ob die Tore ein bisschen besser aussehen. Oder anders? Die Beleuchtung da dran war sonst nicht, oder? Ich glaube, das Update hat das gebracht.
Okay. Rohrmilchfabrik. Subraumsignale. Militärstation. Casino wird das sein. Gucken wir mal gerade, okay. Ah, ich hätte mal den Hakenrad setzen sollen, naja, jetzt ist egal. Da ist das Tor. Ja, zack, mal dahin. Schauen, wo es hingeht, oder? Oh, warte mal, das ist ja aber Ausrüstungsdock ist ja vielleicht noch ganz interessant, oder? Ah, die dürfen keine Geschäfte mit uns machen. Schiffswerft. Hundert Stahl würden die brauchen. Glashersteller, Ölbohrturm, Chemikalienfabrik, Ressourcendepot, Reparaturdock. Das war's Casino. Ja. Nordwest fliegen wir einfach mal weiter. Und gucken in das Tor, ne? Weil ich will jetzt ein bisschen mehr Rohstoffe haben, die ein bisschen hochwertiger schon sind. Also brauchen wir Asteroiden, die beinhalten. Gut, aber ich würde sagen, ich fliege mal weiter und wir machen die Folge hier erstmal zu Ende. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und macht euch die Glocke an, dann wisst ihr, wann ich das nächste Video hochlade. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Sektor. Tschüss!